Ein Krumpirnstrudel oder auch Kartoffelstrudel oder Erdäpfelstrudel genannt, wie man den macht, das zeige ich euch. Für einen Erdäpfelstrudel braucht es nicht wirklich große Kochkünste, aber dafür schmeckt er sehr, sehr gut. Gut, was braucht man? Wir werden ihn in einen klassischen gezogenen Strudelteig eingeben. Das heißt, wir brauchen ein Mehl, etwas Wasser, Öl und dann Essig braucht man dafür. Beim Strudelteig nicht Angst haben, keine Sorge, bevor ihr euch sowas fertig kauft, in diesem Plastik da drinnen, macht es euch auch selber, schmeckt super gut und es kann euch nichts passieren. Gut, das nächste ist natürlich die Fülle. Wir brauchen mehlige Erdäpfeln. Das sind klassische Erdäpfeln, die sie mehlig verkochen. Dann brauchen wir Salz, ein Pfeffer, Kümmel und natürlich fürs Burgenland typisch ein bisschen an Paprika, ein Ei und eine Zwiebel. Und natürlich jede Menge Petersilie. Ich nehme am liebsten so eine frische. Und was jetzt eine Alternative, muss nicht unbedingt sein, aber ich habe es einmal probiert und mir schmeckt es so gut. Ein Emmentaler Käse, so einen griebenen Emmentaler Käse in die Fülle rein. Boah, Leil, das schmeckt super gut. Probiert es einfach einmal. Und damit wir das Ganze abrunden, werden wir das alles in eine Schnittlauchsoße reingeben. Die ist die ganz einfache Schnittlauchsoße, nämlich einen Sauerrahm und einen Schnittlauch reinschneiden, ein bisschen Salz reingeben, Pfeffer, schmeckt super gut. Gut, meine Lieben, ihr seht's, es ist keine Zauberei und wir können schon angehen mit dem Teig. Als erstes werden wir mal das Mehl reingeben und dann das Wasser. Zur Info gleich, das Mehl mit Wasser beim Strudelteig ist immer 1:2. Das heißt, zwei Teile Mehl, ein Teil Wasser, kommt die ideale Form raus. Dann kommt ein Esslöffel Essig rein und jetzt von dem Salz gebe ich das so einfach so eine Prise rein. Ich würde jetzt einmal sagen einen halben bis viertel Teelöffel und einen kleinen Schuss Öl gebe ich da rein. Einfach auch so ein Esslöffel. Wenn es ein bisschen mehr ist, macht es auch nichts. Und das Ganze werden wir jetzt einmal einfach verrühren, mischen. Nach ein paar Sekunden ist das gut vermischt. So, und ihr seht, ich mache mir nicht einmal die Finger dreckig. Ich habe das jetzt einfach vermischt und mache das Restliche mit den Händen. Ihr könnt natürlich so eine kleine Teigmenge auch in eine Teigmaschine reingeben. Wenn ich das jetzt so durchknete, muss ich das natürlich 6-7 Minuten durchhalten. Aber das ist das Um und Auf bei so einem gezogenen Teig. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, keine Angst davor. Nicht, wenn er glatt wird, dass man sagt, das reicht schon so wie jetzt, sondern man muss ihn wirklich 7 Minuten durchkneten. Das hängt mit diesem Klebereiweiß da drinnen im Teig zusammen. Je länger das durchgeknetet wird, desto länger werden diese Eiweißstränge und desto elastischer wird dieser Teig. Und bei 7 Minuten ist man da auf der sicheren Seite und dann kriegt man wirklich einen wunderbaren Teig zusammen, der dann wirklich schön zum Ausziehen ist. Gut, das mache ich jetzt einmal so, so wie ihr das seht, 7 Minuten und dann sehen wir uns wieder. Jetzt sind 7 Minuten vorbei, der Teig ist wunderbar geschmeidig geworden. Man merkt es auch wirklich, er ändert sich in diesen 7 Minuten. Was passiert jetzt? Jetzt gehen wir her, geben wir ganz einen kleinen Schuss Öl drauf, ganz wenig nur, und verreiben das einfach. Das passiert deswegen, damit er keine Haut kriegt nachher. Da glänzt er ganz wunderbar. Gehen wir rein und jetzt eine Stunde. Öfters habe ich schon gelesen in manchen Rezepten, Strudelteig halbe Stunde. Ich sage es euch, einfach zu wenig. Der muss jetzt wirklich, dieser Kleber, den ich vorher erwähnt habe, diese Stränge, müssen sich jetzt voll entspannen, dieses Eiweiß. Und mindestens eine Stunde. Ihr könnt es aber auch einen Tag vorher über Nacht zum Beispiel im Kühlschrank liegen lassen. Ideal. Passiert gar nichts in dieser Nacht. Könnt ihr einfach am nächsten Tag in der Früh dann super ausziehen, diesen Teig. Also eine Stunde mindestens werden wir jetzt einfach rasten lassen. Ihr könnt noch ein feuchtes Tuch drauflegen, wenn ihr wollt, oder in so eine Kunststofffolie einwickeln. Wie ihr wollt, für mich reicht das meistens so. Und jetzt geht's weiter. Das nächste, was man wirklich von der Reihenfolge her einhalten sollte, sind die Erdäpfel. Die Erdäpfel, ich habe es jetzt schon geschält vorher. Die Erdäpfel werden wir jetzt einmal reiben. Und dann kann es gut eingesalzen, damit sie das Wasser verlieren. Sonst wird diese Fülle ein richtiger Gatsch und das hält sich dann im Strudel nicht drin. Wenn man das nicht macht, dann zerrinnt dann das alles. Also dann werden wir es jetzt einmal reiben und wenn ich es gerieben habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Die Kartoffel, die sind gerieben. So schaut es dann aus und jetzt
kommt das Salz rein. Von der Menge her kann man sagen, das Salz ist fast zu viel für die Menge an Essen, was da rauskommt. Aber wir wollen ja, dass das Wasser rauskommt. Und wenn wir das dann noch ausdrucken, verlieren diese Kartoffeln ja das ganze Salz wieder. Und deswegen kann man da ruhig etwas mehr reingeben und am Ende vielleicht sogar noch, wenn man abschmeckt, sogar in die fertige Fülle auch noch was reingeben. So, jetzt einmal Salz rein und gut durchrühren, damit überall das Salz dazu kommt. Das Salz hat die Eigenschaft, dass es dem Gemüse, egal welches, in dem Fall die Kartoffeln, das die Flüssigkeit entzieht. Nach einer Minute ist das gut durchgerührt. Ich schaue, dass das alles dann nachher verbunden ist, damit das Salz wirklich greifen kann. So, und das werden wir jetzt einfach stehen lassen. Das muss jetzt genauso doch einige Zeit liegen bleiben. Unser Teig muss noch mindestens 50 Minuten liegen. Das heißt, genauso kann das da jetzt auch eine sicher halbe Stunde, 40 Minuten liegen. Und 10 Minuten, bevor wir einen Teig angehen, werden wir dann die Fülle machen. Aber es geht ja weiter mit der Fülle. Wir müssen noch die Zwiebel dünsten. Die Zwiebeln werden wir ganz einfach einen Schuss Öl da reingeben. Und die Zwiebeln dazu. Die habe ich vorher natürlich jetzt fein gehackt und die werden wir jetzt einfach glasig machen. Ein paar Minuten ist das auch fertig und dann hast du doch ein bisschen warten, weil der Strudelteig braucht noch ein paar Minuten. Die Zwiebeln sind fertig gedünstet, jetzt gehen wir her und wenn man schaut, diese Kartoffeln sind ganz weich geworden, weil das Salz, wie gesagt, hat das ganze Wasser entzogen und das müssen wir jetzt einfach auspressen. Da gehe ich her, wow, da seht ihr, wie das Wasser rausrinnt. Das presse ich jetzt einfach so in den Händen gut durch und das schaut dann wesentlich besser aus, wenn es trocken ist. Und das dauert jetzt eine Minute und dann sehen wir uns wieder. Jetzt bin ich schon bei den letzten Kartoffeln auspressen, das ist fertig. Man sieht, es ist jede Menge Saft bleibt da über. Den können wir jetzt wegklären, den braucht man nicht. So, ich nehme dann wieder diese Schüssel, gebe diese ausgepressten Kartoffeln da rein und das wird jetzt dann die Fülle. Das heißt, da kommen jetzt alle Zutaten rein. Ich gebe den Kümmel rein, den Pfeffer, Paprika und natürlich den Käse gebe ich rein und das Ei. Das Ei ist ganz gut, damit das dann auch schön gerinnt. Gut, das vermischen wir. Ah ja, noch was. Ganz wichtig, die Petersilie habe ich vergessen. Die habe ich natürlich vorher schon gehackt. Die ist ganz gut da drinnen, die macht sie sehr, sehr gut. Nachdem die Petersilie jetzt drinnen ist, hätte ich jetzt fast die Zwiebeln auch vergessen, weil es doch schnell gehen soll. Die Zwiebeln kommen auch noch rein. Und das können wir jetzt dann gut vermischen. Weiter geht es jetzt mit dem Strudelteig, der ist jetzt wunderbar weich geworden, ganz, ganz weich. Da braucht man ein Mehl, das habe ich da. Das ist so ein Staubmehl habe ich da immer vorbereitet. Das staube ich mir da jetzt einfach einmal rauf auf mein Tuch. Wie gesagt, beim gezogenen Strudel braucht man immer ein Tuch, sonst kann man das nachher nicht einrollen. Gut, dann das nächste. Wir werden es einigermaßen viereckig ausrollen. Dafür nehmen wir so einen Nudelwolker oder wie er auch heißt, Rollholz. Man sieht, wenn man das so übers Kreuz immer macht, wird es doch eher immer mehr. Ein bisschen wie ein Viereck. Gut. Jetzt nehme ich ihn und kann ihn schon zum Ausziehen anfangen. Und man merkt, er reißt nicht. Es ist einfach deswegen, weil ich ihn so lang habe rasten lassen und vor allem, weil ich ihn so lang geknetet habe. Man sieht ja ganz gut die Finger dadurch. Das ist ganz genau so, muss das sein. So. Jetzt schauen wir mal, legen wir einmal auf. Und was man jetzt natürlich auch sehr gut sieht, man sieht sogar das Muster. Das Muster sieht man durch und das soll es auch sein. Das Muster vom Tuch.
Jetzt kommt die Fülle rauf. Bei der Fülle kann man da ein bisschen, muss man nicht alles auf einen Fleck geben. Das verteile ich da ganz einfach. Und lasse im letzten Teil, so das letzte Drittel, hier lasse ich dann frei. Da gebe ich jetzt nichts mehr rauf, weil sonst würde das dort ausrinnen. Und auch hier an den Rändern lasse ich auch noch was frei. Das ist auch nicht wirklich gut, weil sonst kann es euch dort ausrinnen. So, und das verteilen wir jetzt. Und wie gesagt, hier lasse ich frei, hier auch, so gut es geht. Und natürlich hier dieses Stück. Das sieht man hoffentlich gut, ja. Gut, der Strudel ist ausgelegt, die Hände sind sauber. Was machen wir jetzt? Jetzt schlagen wir es ein. Das ist ganz wichtig, damit es nicht da auf der Seite rausrinnt. Das tut einem ganz gut. Und jetzt natürlich der Grund, warum ich für das alles ein Tuch habe, ist eben, sonst könnte man den wirklich gut einrollen. Also das erste Mal lege ich einfach so ein Stück, falte ich rauf und jetzt nehme ich mein Tuch und kann das ganz, ganz leicht einrollen. Und so schaut das ganz toll aus. Und jetzt am Ende sieht man, das sollte frei bleiben, weil da kriegt er noch einmal außen einen stärkeren Rand, damit da nichts passiert. So. Und so schaut der Strudel am Ende aus. Genau so muss das ausschauen. Jetzt brauchen wir unser Blech. Das habe ich schon vorbereitet. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich ziehe das einmal da etwas runter. Nämlich, ich kann, da ist ein bisschen Wasser raufgekommen, das macht aber gar nichts. Ich lege das jetzt entweder, nehme ich so mit den Händen und lege das so drauf. Mache ich lieber nicht, dass nichts passiert. Ich gehe her und nehme das Tuch und kann das ganz einfach so, ganz einfach bewegen. Das wird nichts passieren. Dann lasse ich das da raufrollen. So, das war's. Das Tuch braucht man nicht mehr. Aber er liegt jetzt natürlich verkehrt. Da ist dieser Schluss, wie man sieht. Das soll nicht oben sein, das muss unten sein. Das heißt, ich lege ihn einfach auf diesen Schluss drauf. Und so schaut er fertig aus. Und jetzt kommt er für circa 35, 40 Minuten bei Umluft und 180 Grad gebe ich in den Ofen rein. Und dann sehen wir uns wieder. Natürlich in der Zeit, wo unser Strudel drinnen ist, bin ich schon hergegangen, habe unsere Schnittlauchsoße vorbereitet. Schnittlauch ist geschnitten. Da gehen wir her, den geben wir da einfach rein. Ganz einfach eine Prise Salz dazugeben und das wäre es dann schon. Dann nehme ich ein bisschen Salz dazu, das gebe ich darauf und das vermischen wir einfach. Ihr könnt da natürlich einen Schuss Senf reingeben oder Joghurt, das ist noch euch ein Belieben. Und auch die Menge. Also bei mir ist es ein halber Becher Sauerrahm und das reicht vollkommen für mich. Und das wäre es auch schon gewesen. Ist eine ganz einfache, schnelle Soße. Schmeckt wunderbar gut. Ich muss einmal kosten. Wie gesagt, herrlich. Der Schnittlauch, der fängt jetzt erst zum Ziehen an. Das Zwiebelige aus dem Schnittlauch kommt jetzt erst richtig raus und herrlich. Gut, das wär's. Wir müssen warten. Wir haben noch eine gute halbe Stunde und dann sehen wir uns. 40 Minuten war er jetzt drin. Wir können den Ofen abdrehen. Er schaut ganz, ganz hervorragend aus. Und ganz toll, herrlich. Den nehme ich jetzt gleich einfach so und lege ihn da her. Er ist ein bisschen heiß. Jetzt werden wir ihn natürlich anschneiden müssen, um reinzuschauen. Den werden wir jetzt einfach, schneiden einfach einmal an. Er ist noch sehr heiß. Aber ich glaube, dass das ganz gut ausschauen wird. Ja, schaut ganz herrlich aus, wenn man sich das anschaut. Genauso soll der ausschauen am Ende. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch kosten soll. Ich werde ein Stückchen abschneiden, aber es ist sicher sehr, sehr heiß. Oh, herrlich. Der Geruch, Wahnsinn. Diese Kartoffeln mit den Zwiebeln. Herrlich, einfach herrlich. Gut, ein Stückchen werden wir halt abschneiden und probieren. Es ist noch sehr, sehr heiß. Ich habe da einen Löffel.
Schaut aber sehr gut aus. Ich werde da jetzt ein bisschen in unsere Schnittlauchsoße eintunken und lege da was drauf. Ich werde das einmal so kosten. Einfach herrlich. Leute, das ist Kartoffel pur. Ein Schmankerl. Wirklich einfach probieren. Ist wirklich ein sehr gutes Essen. Ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir und vor allem, dass euch so schmeckt wie mir. Alles Gute dafür. Pfiat euch.